Eines der schönsten Smartphones aus dem letzten Jahr? Kann das Huawei Mate 10 Pro 2018 immer noch überzeugen? Das klären wir in diesem neuen Video. Aber erst noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Herzlich willkommen hier bei Flashbox. Hiermit möchte ich mich bei allen Familienmitgliedern, Freunden und Arbeitskollegen bedanken, die mich mit Testgeräten und ihrer Geduld unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Ohne Testgeräte könnte ich den Kanal so nicht betreiben und bin auch in Zukunft darauf angewiesen und dankbar, wenn ich Geräte und Gadgets für meine Videos ausgeliehen bekomme. Aber jetzt zum Huawei Mate 10 Pro. Die Verpackung verrät, dass das Smartphone das Spitzenmodell von Huawei aus dem letzten Jahr ist. Verfügbar ist das Gerät seit November 2017 und kostet 799 Euro zum Marktstart. Zurzeit bekommt man es für ca. 620 Euro auf Amazon. Machen wir die Box mal auf und schauen, was alles zum Verpackungsinhalt gehört. Als erstes sehen wir das Huawei Mate 10 Pro in einem extra Tray mit Logo und Firmenschriftzug. Das Gerät hat die Farbe Midnight Blue. Weitere Farben sind Mocha Brown und Titanium Gray. Die Farben um die Dualkamera ist ein wenig heller und setzt diese sehr schön vom Rest des Geräts ab. Des Weiteren befindet sich der übliche Papierkram, SIM-Eject-Tool, ein USB-C-Lade- und Datenkabel und ein Netzstecker mit Huawei Supercharge-Funktion in der Verpackung. Eine TPU-Silikonschutzhülle ist auch dabei, die aber keinen Schönheitspreis gewinnt. Ebenso liegen In-Ear-Kopfhörer mit USB-C-Stecker dabei. Huawei denkt aber an eure alten Kopfhörer und legt noch einen Dongle von USB-C auf 3,5 mm Klinke bei. Wie bei vielen anderen Herstellern hat Huawei ein Display von 6 Zoll im 18:9 Format verbaut. Das AMOLED-Display ist fast randlos und vom Design wirklich sehr schön anzusehen. Die Auflösung beträgt 1080x2160 Pixel mit einer Pixeldichte von 402 ppi. Blickwinkel und Helligkeit sind nicht ganz auf Flaggschiff-Niveau, aber das stört im Alltag meist nicht. Unter dem Display sehen wir den Huawei-Schriftzug. Bedeutet, wir haben Onscreen-Tasten zum Bedienen des Geräts. Oberhalb befindet sich die Hörmuschel, eine Benachrichtigungs-LED und die 8-Megapixel-Frontkamera. Der Formfaktor ist trotz des riesigen Displays handlich. In der Breite misst es 74,5 mm, in der Höhe 154 mm und es ist 7,9 mm dünn. Das Gewicht beträgt 178 Gramm und vermittelt ein hochwertiges Gefühl. Hochwertig ist auch die Glasrückseite des Huawei Mate 10 Pro. Es blitzt und blinkt über die gesamte Fläche. Zieht leider Fingerabdrücke magisch an, wirkt trotzdem sehr edel. Das Gerät ist ein richtiger Handschmeichler. Ebenso sehen wir die Dualkamera mit LED-Blitz, einen schnellen Fingerabdrucksensor und den Firmenschriftzug. Rechts befindet sich der Powerbutton, der leicht geriffelt ist, und die Lauter- und Leiserwippe. Sie sind etwas zu hoch platziert, weswegen man zum Erreichen aller Tasten umgreifen muss. Oben haben wir ein Mikrofon und einen Infrarotblaster, mit dem sich ein TV-Gerät bedienen lässt. Links der Dual-SIM-Karteneinschub und unten ein weiteres Mikrofon, den USB-C-Eingang und einen von zwei Lautsprechern. Der zweite Lautsprecher ist in die Hörmuschel integriert. Somit kann man seine Musik in Stereo abspielen. Die Soundqualität ist gut, der Stereo-Effekt könnte ein wenig mehr sein und das Gerät fängt bei 100% Lautstärke leicht zu vibrieren an. Der Rahmen ist aus Aluminium und ist nach meiner Meinung der einzige Kritikpunkt an der Verarbeitung. Auf Vorder- und Rückseite entsteht zum Rahmen hin ein kleiner Spalt, in dem sich Schmutz und Staub ansammeln kann. Dieser kann mit Wasser abgespült werden, da das Gerät nach IP67 zertifiziert ist. Die Hardware ist auf volle Leistung ausgelegt. Als Prozessor kommt der hauseigene HiSilicon Kirin 970 zum Einsatz, ein Octa-Core mit bis zu 2,36 GHz. Das Ganze wird durch 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt und der Speicher beträgt 128 GB, der leider nicht erweiterbar ist. Ein weiteres Highlight ist der NPU-Prozessor, der bei Bild- und Texterkennung sowie automatische Kameraeinstellung übernimmt,
je nachdem welches Objekt man fotografiert. Die Dualkamera ist in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt worden. Ein Monochrom-Sensor mit 20 Megapixel und ein Farbsensor mit 12 Megapixel hat Huawei im Mate 10 Pro verbaut. Bildqualität und Schärfe der Fotos fallen sehr gut aus, obwohl bei schwachem Licht schnell ein Bildrauschen dazukommt. Ein manueller HDR-Modus und den immer beliebteren Bokeh-Modus für Tiefenunschärfe sind weitere Highlights der verbauten Dualkamera. Videos sind in 4K 30 FPS möglich. Die bessere Wahl ist Full HD mit 60 FPS. Bei dieser Auflösung ist die Bildstabilisierung sehr ordentlich. Zu der absoluten Stärke gehört der 4000 mAh üppige Akku, der bei normaler Nutzung locker anderthalb Tage durchhält und in gut 2 Stunden mit dem Supercharge-Netzteil wieder voll aufgeladen ist. Leider wird kabelloses Laden trotz Glasrückseite nicht unterstützt. Als Software kommt Android 8.0 Oreo zum Einsatz, über das Huawei seine eigene EMUI in Version 8 legt. Diese Oberfläche ist sehr bunt und nicht jedermanns Geschmack. Dafür gibt es genug Alternativsoftware, die man installieren kann. Bei der Systemgeschwindigkeit gibt sich Huawei keine Blöße. App-Wechsel gelingen schnell und High-End-Spiele laufen sehr flüssig. Ebenso ein Highlight ist der integrierte Desktop-Modus. Mit einem entsprechenden USB-C-Kabel kann man das Gerät an einen Monitor anschließen. Mit Maus und Tastatur hat man so schnell einen guten Notebook-Ersatz. Das Huawei Mate 10 Pro ist vom Design sehr schön und liegt gut in der Hand. Die Hardware ist auf Top-Niveau, ebenso die verbauten Dual- und Frontkameras, die nicht ganz mit anderen Herstellern mithalten kann, aber sehr gute Fotoqualität erzielt. Die neueste Android-Software, superschnelle 1,2 Gigabit LTE, NFC, Bluetooth 4.2, WLAN AC sind ebenso mit an Bord wie der riesige 4000 mAh starke Akku. Für ca. 620 Euro im Online-Shop kann das Huawei Mate 10 Pro voll überzeugen und mit aktuellen Top-Smartphones mithalten. Das war mein Video zum Mate 10 Pro von Huawei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert gerne meinen Kanal. Und über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Damit sage ich Ciao. Bis zum nächsten Video.